Und dann fragt Oksana, was soll ich mit diesem Land machen? Dann haben wir gesagt, du kannst da Reben setzen, vielleicht. Dann hat sie gesagt, der Mann mit den Reben, bist du? Ich verstehe davon nichts. Wenn du willst, kannst du machen. Und so, das ist die erste Idee, für eventuell Reben zu setzen. Und dann haben wir das ein bisschen gedreht, links und rechts gefragt und Weingüter haben wir besucht. Und irgendwann ist eine Entscheidung gekommen. Und dann haben wir die Mama gefragt, Nada, ob sie uns hilft, schauen, was man überhaupt hier machen darf. Ob man auch Land kaufen, dazu kaufen darf. Und langsam ist die Idee Wirklichkeit geworden. Und so hat es angefangen. Wo alles auf dem Tisch lag, dann jetzt was machst du? Jetzt machen wir. Okay. Und bist du zufrieden hier? Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, weil wir rechtzeitig angefangen haben. Das wäre heute viel schwieriger. Und ich war damals in einem Moment von meinem Leben, wo ich eigentlich es ist so gekommen, ich hatte eine gewisse Reife, um dieses Projekt anzufangen mit meiner Frau. Allein hätte ich es nie machen können, natürlich.